können den Film problemlos ein halbes Jahr später nochmal anschauen. So, und jetzt kommen wir zum ersten Punkt mit Einschränkung. Das ist das Vorspulen bei Aufnahmen von HD-Plus-Sendern. Also explizit Sendungen, die von RTL, von ProSieben in HD aufgenommen wurden. Nur darum geht's. Hat zwei Varianten. Vorspulen innerhalb der Werbung wird nicht gehen, hat einen ganz speziellen Grund. Sie wissen alle, wovon ein Privatsender lebt. Er lebt von Werbeeinnahmen. Wenn Sie ihm die nehmen, in der Form, dass Sie Werbung komplett ignorieren, Sie haben einen Deal mit dem Privatsender. Geht jeder damit ein, indem er dieses Programm nutzt, dann hat der Privatsender kein Geschäftsmodell mehr. Dann werden Sie zukünftig nur noch öffentlich-rechtlich schauen müssen. Wenn Sie das so wollen, dann ist es klar, aber ich denke, das will keiner. Und deshalb ist die Aufnahme bei Werbung, das Vorspulen bei Werbung in diesem Fall unterbunden. Es ist leider momentan technisch nicht anders möglich. Es ist auch beim normalen Film nicht möglich. Das ist aber in Lösung, das heißt, das wird demnächst umgesetzt werden. Ja? So. Was haben wir noch? Archivieren und Brennen der Aufnahmen von HD-Plus-Sendern auf externe Medien. Das geht auch nicht. Ja, warum denn nicht? Warum sollte ich mir noch eine Blu-ray oder eine DVD kaufen, wenn ich mir den Film in Originalqualität auf meine Festplatte brennen kann? Oder auf meine DVD, das am besten noch in der Nachbarschaft verkaufen? Hier ist einfach ein Riegel gesetzt. Das gilt alles nur für die HD-Aufnahmen. Es ist ganz wichtig, dass Sie im SD-Bereich machen können, was Sie wollen. Sie können aufnehmen, spulen, brennen, wie Sie wollen. Also das ist alles mit keinerlei Einschränkung belegt. Es geht nur um die Originalqualität. Aber Sie können sich früher erinnern, jetzt gehen Sie geistig 20 Jahre zurück, es war nie ein Problem, vom Radio aufzunehmen. Ganz normaler UKW-Rundfunk. Warum war es nie ein Problem? Weil es nicht die Originalqualität war. Weil es nicht die top-hochwertige Qualität, die Ihnen von einer CD geboten wurde, entsprechend angeboten wurde. Deshalb hatte nie einer ein Problem damit, eine GEMA oder sonst irgendwas, wenn Sie Privataufnahmen und auch gemacht haben und diese archiviert haben. Und das ist hier eine ähnliche Relation. Also ich versuche Ihnen gerade hier nur so ein bisschen Argumentationshilfen mitzugeben, falls Ihr Kunde sagt, okay, ja, das ist ja eine Riesensauerei, das geht ja alles nicht, ich werde hier eingeschränkt und bezahle auch noch Geld. Wir kommen zum zweiten Teil, sind Geräte mit CI-Plus-Slot und CI-Plus-Modul für HD-Plus. Ja, wieder viele Pluszeichen, ich weiß, aber ich hoffe, der Unterschied ist jetzt angekommen. HD-Plus die Plattform, CI-Plus nochmal zur Erinnerung, das Modul. So, Aufzeichnen von HD-Plus-Sendern geht nicht. Ja, warum nicht? Es ist einfach in dem Fall mit diesen älteren Geräten faktisch nicht möglich umzusetzen. Also man könnte natürlich theoretisch alles machen, aber man muss sich jetzt natürlich auch anschauen, welche Geräte das sind. Ein Receiver mit CI-Plus-Schacht ist meines Wissens nach relativ selten am Markt.